Einen sehr guten Tag, Jürgen Kopp. Sie sind von der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbanden. Wir reden hier über Code 78 und elektrisches Fahren in Deutschland. Können Sie zuerst mich erzählen, was Ihre Funktion ist, was Sie normal machen in der Arbeit und was die Vereinigung macht? Ja, die Bundesvereinigung, da mache ich den Vorsitzenden. Ja, ich bin also der Vorsitzende der Bundesvereinigung hier in Deutschland. Das ist der Dachverband der deutschen Fahrschulen. Wir sind die größte Vereinigung und betreuen direkt und indirekt ca. 25.000 Fahrlehrer. Wir haben in Deutschland 44.000 aktive Fahrlehrer circa. Und wir setzen uns halt einfach für die Verkehrssicherheit Arbeit und auch natürlich auch mit ganz, ganz großer Kraft für die Optimierung immer der Fahrausbildung ein. Wir haben an Fahrschulunternehmen circa 10.000 hier in Deutschland und in 2022 wurden in den deutschen Fahrschulen 4.620 E-Fahrzeuge eingesetzt. Okay, so 50% von einer Schule hat mindestens ein elektrisches Fahrschul. Okay, so das ist sehr schnell gewachsen, since das letzte Mal, dass wir geredet haben. Dann, wie ist das mit Automat? Weil wir haben elektrisch, die ist Automat, aber das sind auch normale Automaten. Wie normal ist das Fahren in die Fahrschule mit Automat? Ja, das ist unterschiedlich. Regional zum Beispiel sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Fahrschulen, die berichten, dass sie ca. 80% der Bewerber auf Elektrofahrzeugen und Automatik schulen. Wir haben im ländlichen Raum, in den Flächenländern Niedersachsen oder auch Bayern, haben wir Situationen, wo dieser Punkt runtergeht gegen 15% und 10% teilweise. Aber in den neuen Bundesländern ist es kurioserweise sehr, sehr hoch. Das hängt halt natürlich auch zusammen, wie ist die Situation vor Ort mit der Infrastruktur, also wo bekommt man den Strom her? Ja, natürlich. Was ist die Situation mit dem Code 78 momentan in Deutschland? Also der Code 78 wird bei uns eigentlich nur verwendet, wenn jemand von sich aus sagt, ich möchte nur Automatikfahrzeuge bewegen oder er hat eine Mobilitätseinschränkung, eine körperliche Einschränkung und ist darauf angewiesen, dass er hier automatisch fahren kann. Wir haben weiterhin den Code 197, der eigentlich das ähnlich macht wie hier. Da geht man in die Fahrschule rein und macht die Ausbildung und Prüfung auf Automatik und einen kleinen Teil der Ausbildung, mindestens 10 Stunden auf 45 Minuten, mit einer mindestens 15-minütigen Testung. Dadurch erwirbt er eine Schaltkompetenz, macht aber, wie gesagt, die Prüfung auf Automatik. Das ist sehr, sehr steigend. Das ist wirklich steigend, sodass man in Summe von den beiden, der klassische Code 78 und die neue Art, hier auf ungefähr 25% der Bewerber in dieser Prüfungsart kommt. Man beginnt jetzt erst zu evaluieren. Ja, so ist nun 25%. Wie viel war es 3 Jahre, die Examen mit Automat? Ungefähr bei 6 bis 8%. Was ist die Erfahrung mit dieser Alternative zu Code 78, dass man 10 Stunden lernt, um zu schalten? Also es hat für beide Teile Vorteile. Wir haben gelernt, wir Fahrschulen haben gelernt, auch die Bewerber haben gelernt, wenn man mit Automatik die Ausbildung beginnt, ne, dann hat man in der Bewegungsmotorik ein viel, viel leichteres Spiel und auch der Einstieg in den Realverkehr ist wesentlich leichter zu schaffen als vorher. Was geblieben ist, sind die Verkehrsschwierigkeiten der anderen Teilnehmer. Wir haben immer weniger Platz für die Mobilität der Kraftfahrzeuge, bekommen viele Radfahrerwege dazu. Komplex geblieben, sage ich mal. Aber in Summe ist es für alle Beteiligten, glaube ich, eine einfachere Ausbildung. Die Schüler haben mehr Zeit, sich auf den Verkehr zu konzentrieren, als aufs Fahrzeug. Das ist eigentlich der essentielle Sicherheitsgewinn dabei. So, was ist Ihre Erfahrung, die Kunden Automat fahren und elektrisch fahren? Also es ist auf jeden Fall die beste Weise, elektrisch fahren zu promoten, weil es ist, glaube ich, für jeden Kraftfahrer, der ein Erlebnis mit einem Elektrofahrzeug zu fahren. Das Raumgefühl ist ungewöhnlich und es ist außergewöhnlich. Und vor allem die Bewegungen des Fahrzeugs, die Beschleunigung, die Abbremsung, man hört es nicht. Also für die Motorenfreaks ist es natürlich nichts, was ich hier sage. Die wollen Lärm haben, aber vom Fahrgefühl, vom Fahren und von der Fahrsicherheit, und das ist ja wichtig, ne? Man fühlt sich sehr sicher in diesen Fahrzeugen, ne? Und die sind alle begeistert. Also wir haben keine Wechsler, die Elektro gefahren sind und sagen, nee, jetzt möchte ich wieder anders fahren. Das ist eher in die andere Richtung. Für einige Jahre, wenn ich Kontakt habe, waren noch sehr viele Lehrer waren skeptisch über Automat und skeptisch über Elektrizität. Wie ist das die Kultur nun? Wie ist das Denken momentan?
Also was wir festgestellt haben, ist, dass sich da sehr, sehr viel gedreht hat, weil sich auch die derzeitige Klientel, die bei uns den Führerschein macht, ein bisschen gedreht hat. Die stellen Anforderungen an den Klimaschutz. Elektrofahrzeug wird hochgefördert oder wurde hochgefördert. Es geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen runter, weil die Förderungen ungefähr halbiert wurden. Muss man sehen, was dann übrig bleibt, wenn die gekauften Fahrzeuge zurückgehen in den Gebrauchthandel. Aber die Akzeptanz ist für uns auch überraschend hoch und überraschend schnell hoch geworden. Das Percentage ist nun von 6% nach 25 gegangen. In 5 Jahren, was wird es dann sein? Also in 5 Jahren, wenn das in diesem Tempo so weitergeht, wir können auch nur Glaskugel lesen, wir wissen nicht, was passiert, ne? Nein? Aber wenn man diese ganze Entwicklung verfolgt, wir haben so einen Dreijahres- und einen Fünfjahresplan, wir gehen davon aus, dass im Fünfjahresplan circa die Hälfte der Fahrzeuge elektrisch in den Fahrschulen unterwegs sein werden. Aber das große Aber, die Infrastruktur muss, die Ladestruktur muss dem Schritt halten können. Sind da noch Nachteile mit das System, was Sie haben, um Code 78 zu enhancen? Sind da noch Nachteile, dass die Leute nur 10 Uhren schakeln? Ist da noch etwas, was wir wissen sollen? Nein, die Nachteile mag ich jetzt hier nicht erkennen. Ist ein anderes Thema, das uns irgendwann auf die Füße fallen wird. Demnächst ist, dass die Autoindustrie immer mehr Schaltfahrzeuge abstellt. Und bei der bisherigen Regelung, wenn es so bleibt, dass wir diese Schaltkompetenz in den Umfang machen müssen, wird es so sein, dass wir irgendwann keine Schaltfahrzeuge zur Verfügung haben. Also da muss die EU dann auch einen Schritt weitergehen und man muss einmal sagen, man müsste vielleicht das Ganze umdrehen und sagen, wer Automatik fährt, kann auch alles fahren. Und wenn er wirklich einen Schalter fahren möchte, dann muss er sich halt selbst in der Eigenverantwortung darum kümmern, wie komme ich denn dazu, dass ich das lerne. Ja. Geht er in eine Fahrschule, geht er irgendwo sonst hin und probiert das dann. Ja. War Und ein wunderbar, dass es so schnell gewachsen ist in Deutschland. Haben Sie noch Kontakte mit anderen Ländern und die Erfahrungen, die die Tests mit Code 78, dass wir davon gelernt haben? Ja, wir haben durch die Europäische Fahrlehrerassoziation, deren Gründungsmitglied wir sind und auch immer noch Mitglied sind, natürlich die Kontakte und auch stimmen wir uns da ab. Es hat erst letzte Woche in Brüssel dazu ein Treffen gegeben. Da war die EFA-Sitzung in Brüssel eben bei dem zuständigen Verkehrskommissar. Und Österreich ist noch nicht ganz so weit. Die diskutieren mit 7 Stunden, ob es nicht ausreicht. Die haben ein anderes Ausbildungssystem wie wir hier, ne? Bisher ist es von meinem Kenntnisstand nur in Frankreich und bei uns so, dass man das so möglich macht. Aber die Novellierung der dritten Führerscheinrichtlinie, die ja dann in eine vierte umwandeln sollte, wenn sie denn geschrieben ist, sieht dieses Modell vor. Wie es genau dann kommt, ob das 10 Stunden oder 7 werden, das kann man noch nicht sagen jetzt. Aber die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit bekommen, das hier zu machen. Aber dieser Schritt ist vielleicht in der Geschwindigkeit, wie die EU die Gesetze dann da durchbringt. Wir haben nächstes Jahr Wahlen, also da wird nicht mehr viel passieren, denke ich mal. Ne? Und dann liegt es wieder. Dann kann uns die Entwicklung, die technische Entwicklung überholen und man muss dann schauen, wie kommt man denn zurecht. Okay. Aber es muss die Jürgen Zukunft Klopp, ich danke Ihnen viele Male für die Information. sein. Sehr gerne. Alles Gute und viel Erfolg.